Hallo, ich bin Charlotte und ich bin heute hier, weil ich was basteln möchte. Aus einem einfachen Glas kann man so ein schönes Teelicht basteln. Dazu braucht ihr Serviettenkleber, einen Pinsel und so eine schöne Serviette. Man muss sich nur die obere Schicht von der Serviette nehmen. Ich habe die mir schon ausgesucht. Als erstes muss ich Lack drauf machen. Ich klebe das jetzt an. Ich nehme jetzt hier das Schwänzchen weg und tupf oben drüber. Ihr müsst vorsichtig sein, wenn die Serviette nass ist, kann sie leicht verrutschen. Rundrum schon fertig, jetzt ordentlich Lack drauf machen, dass es hält. Jetzt muss es schön trocknen. Wer es nicht erwarten kann, kann es auch mit dem Föhn machen. Jetzt möchte ich noch den Rand schön gestalten. Dazu nehme ich eine Strukturpaste. Und wenn ihr den Rand fertig habt, könnt ihr noch alles mit Glitzer verzieren. So, ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter und ihr könnt ja schon mal gehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln.